Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier im Hof der Grazer Burg. Wir haben gestern beim Bundeskanzler die Landeshauptleute wieder eine Sitzung gehabt, wo wir uns darauf verständigt haben, wir müssen weiter sehr, sehr viel testen. Ich persönlich bin nunmehr auch nach einem Gespräch mit dem Vizerektor Oswald Wagner von der MedUni Wien und die hiesigen Kliniker sagen mir das Gleiche, zutiefst davon überzeugt, dass mit einer wirklich durchgehenden Testung ein weiterer Lockdown verhindert werden kann. Hoffentlich ist das so. Persönlich bin ich überzeugt. Die Steirer haben, was die Testungen anlangt, wirklich sehr viel schon gemacht. Das ist österreichweit durchaus vorbildlich. Wir haben seit 11. Jänner 406.000 Menschen getestet. Da sind die Testungen der Apothekerkammer gar nicht mit dabei. Da sind die zigtausenden Tests der Betriebe nicht dabei. Da sind die Selbsttests nicht dabei. Das sind nur die Tests, die wir auf unseren Stationen und 85 Spuren bisher gemacht haben. Diese Spuren werden später auch die Impfspuren sein. Ich bin sehr dankbar, dass die Steiermark, und das wurde gestern im Bundeskanzleramt auch gewürdigt, dass die Steiermark, was das Mitmachen der Apotheker anlangt, der Apotheken anlangt, sehr, sehr gut sind. Es gibt in der Steiermark 204 Apotheken, 152 davon machen bei den Gratistests mit. Nur Wien hat mehr, aber Wien hat viel weniger, wenn ich an die Zahl der Apotheken, die haben ja fast 400, 380, denke. Wir sind prozentuell weit, weit an der Spitze. Ich möchte mich beim Präsidenten Gerhard Kobinger dafür auch ausdrücklich bedanken. Ich habe gestern gesagt und ich darf es heute hier wiederholen, ich bin optimistischer heute als noch Anfang Jänner, weil ich einfach sehe, dass die Menschen bereit sind, mitzumachen. Aber sozusagen ein kleines Stupserl braucht die Österreicherin, braucht der Österreicher. Und dieses Stupserl haben wir mit dem Freitesten erreicht, weil es gibt keine Kritik mehr am Testen, wenn man nur möglichst zum heiligen Friseur kann. Und das gibt mir Hoffnung, dass, es wird auch wieder ein bisschen abebben logischerweise, aber es gibt mir Hoffnung, dass wir in den Betrieben, dass wir in den öffentlichen Stellen weiter viel testen können, um damit auch jene herauszufiltern. Das sind nicht so viele, aber es sind doch etliche, die infiziert sind und damit ja nicht andere weiter infizieren können. Wir werden gestern in 14 Tagen am 1. März dann entscheiden, welche Maßnahmen etwa ab Ostern zu treffen sind. Wenn es nicht explodiert, kann man den Weg in die Normalität des Lebens fortsetzen. Wenn es wieder erwarten gröbere Schwierigkeiten gäbe, dann muss man natürlich über alles andere sonst nachdenken. Das tun wir auch, ohne jetzt darüber zu reden. Wir haben vor etlichen Tagen uns entschieden, die Testspuren massiv auszuweiten und haben dazu auch nunmehr
und das präsentieren wir Ihnen heute, einige Busse, die 5 Routen machen werden in entlegenere Gebiete, wo es natürlich keine Teststraße gibt, wo es auch keine Apotheke gibt, teilweise nicht einmal einen Arzt, damit man auch dort sich testen lassen kann. Das ist etwas ganz Tolles, da möchte ich mich nicht nur bei der Gesundheitslandesrätin und beim Herrn Landeshauptmann Stellvertreter, das kostet ja Geld, und habe ich wieder einmal ihn bitten müssen, in die Schatulle, in jene Schatulle zu greifen, wo nichts mehr drin ist und zu zahlen. Wir alle wissen, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und deshalb diese Busse, die nach einem genauen Plan fahren werden. Was? Kennst du? Bitte. Ja, geschätzte Damen und Herren, darf dort also anknüpfen, wo der Herr Landeshauptmann aufgehört hat. Ich stelle mich durch. Das ist vielleicht. Darf also dort anknüpfen, wo der Herr Landeshauptmann aufgehört hat. Uns war klar, dass wir auch mit 2 neuen zusätzlichen Standorten in Eveswalde und Kapfenberg natürlich nicht die ganze Steiermark abdecken können. Der Wunsch ist groß. Jeden Tag werden an uns Wünsche herangetragen mit Teststraßen. Das ist auf der einen Seite also ein gutes Zeichen. Die Bevölkerung will sich testen lassen, aber es ist einfach logistisch schon mal nicht möglich, überall Teststraßen einzurechnen. Und aufgrund der Topografie in der Steiermark war es uns auch klar, dass es diese weißen Flecken gibt, wo es natürlich schon längere Wege gibt. Und wir wollen das ja sehr niederschwellig gestalten und da haben wir uns entschlossen, mit diesem Bussystem zu beginnen. Es geht also jetzt dann demnächst los. Wir werden also dort in Regionen fahren mit dem Bus, wo wir sagen können, okay, dort war bis jetzt nicht die Chance, eine Teststraße zu machen, die Wege sind weit, Apotheken ist ein Problem. Da haben wir also diese Regionen ausgesucht. Sie wurden also für wirklich von der Abteilung vorgeschlagen. Wir werden das finanzieren können. Der Herr Landeshauptmann hat es gesagt, die Tests sind natürlich für die Bevölkerung kostenlos. Fürs Land Steiermark ist es nicht so. Wir nehmen da im Monat zusätzlich rund 700.000 Euro in die Hand. Mit unseren weiteren 2 Standorten, die wir beschlossen haben, wird sich das also bis Ende Mai in einer Summe bewegen, wo wir über die 15 Millionen Euro kommen, was uns allein diese Testmöglichkeiten für die steirische Bevölkerung kosten wird. Wir sind der Meinung, dass Testen, wie es so schön heißt, einer der wichtigsten Schritte ist, um einen nächsten großen Lockdown zu verhindern. Daher werden wir alles, was also hier möglich ist, zu tun, um der steirischen Bevölkerung diese Testmöglichkeiten natürlich zu bieten. Und bin überzeugt davon, dass wir da also wirklich also hier einen nächsten großen Schritt tun. Danke. Bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie gekommen sind, weil Ihr Interesse auch an den neuen Testbussen groß ist. Wir sind als Land Steiermark darum bemüht, dass so nah wie möglich vor Ort, in kurzer Distanz, möglichst barrierefrei sich alle testen lassen können, die sich testen lassen wollen und die sich testen lassen müssen. Es wurde bereits gesagt, die Testwilligkeit der Steirerinnen und Steirer ist extrem hoch. Wir schaffen derzeit am Tag in etwa 30.000 bis 40.000 Tests an den Teststraßen. Dazu kommen noch Tausende von Tests in den Apotheken. Da auch ein großes Danke an die Mitmachfreude der Apotheken. 150 von 204, das kann sich sehen lassen. Und mit den Testbussen werden wir noch niederschwelliger und wir fahren zu den Menschen hinaus. Natürlich werden täglich an uns Fragen herangetragen, warum können wir nicht in unserem Ort noch eine Teststraße haben? Ja, das ist infrastrukturell auch, was die Ausstattung mit dem medizinischen Personal angeht, gar nicht möglich in allen Gemeinden. Aber mit den Teststraßen, mit den Apotheken und mit den Testbussen sind wir jetzt wirklich bei den Menschen vor Ort und können die Tests anbieten. Ich freue mich auch, dass die Tests in den Schulen so gut angenommen werden. Es ist gestern ohne große Probleme über die Bühne gegangen. Die Schülerinnen, die Schüler haben sich selbst getestet. Das hat wunderbar funktioniert. Ich möchte mich auch bedanken da bei den Direktoren, bei den Direktorinnen und beim pädagogischen Personal, dass die alle Kinder so wunderbar darauf vorbereitet haben und dass das gut über die Bühne gegangen ist. Wenn wir dann noch die Tests dazuzählen, die täglich
in den Pflegewohnheimen gemacht werden und auch in den Krankenhäusern, ja, da kommen wir, denke ich, wirklich auf 60.000, 70.000 Tests pro Tag, die in der Steiermark gemacht werden. Und deshalb finden wir auch die Infizierten. Und es ist gut so, weil viele sind asymptomatisch, haben gar keine Symptome und dann haben sie einen positiven Test. Und deswegen ist es so wichtig, zu testen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und deswegen auch ein großes Dankeschön, dass wir diese Busse jetzt auch noch mitnehmen können. Eine innovative Idee, die jetzt auch in der Steiermark zur Anwendung kommt. Danke. Ja, danke. Großer Dank dem Hermann. Retter in dem Fall. Ja, wir haben von Retter die Busse. Schön, dass ihr da mitmacht. Wir sind gut ausgestattet, wir können das dann anschauen und ich bitte jetzt den Hofrat Eitner, dass er uns die Routen erklärt und alles sonst. Ja, Herr Landeshauptmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Landeshauptmann hat es gesagt, die Umstellung seinerzeit auf die permanenten Flächentests kann man durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnen. 400.000 Tests seit Mitte Jänner lässt sich, glaube ich, sehen. Und wie die Frau Landesrätin gesagt hat, sind das ja noch nicht alle Zahlen. Es kommen ja insgesamt wesentlich mehr dazu. Allein in der letzten Woche waren es in den Pflegeheimen über 25.000 Tests und da ist das Wochenende noch gar nicht mitgerechnet. Also es sind wesentlich mehr im Umfang. Mit den jetzt bevorstehenden Erweiterungen, den beiden fixen Stationen und den Buslinien, die wir in Betrieb nehmen werden, werden wir insgesamt die Kapazität um weitere 2.300 Tests am Tag erhöhen können. Und wie es bereits gesagt wurde, die Buslinien verfolgen den Zweck, das Testangebot auch dorthin zu bringen, wo möglicherweise nicht die Bevölkerung besonders stark sozusagen wohnhaft ist, aber wo sie halt besonders benachteiligt ist durch die geografische Lage und die schlechten Verkehrsverbindungen. Und wir haben uns daher ein Konzept überlegt, das, wie es vorhin gesagt worden ist, die weißen Flecken versucht abzudecken, die wir in der Steiermark hatten bisher mit den 23 bisherigen Standorten. Ab morgen werden es dann 25 Standorte sein. Diese Buslinien werden im Osten der Steiermark, insbesondere im nördlichen Teil von Bezirk Hartberg und Bezirk Weiz alternierend zueinander fahren. Das heißt, einen Tag im Bezirk Hartberg und einen Tag im Bezirk Weiz und dann am nächsten Tag wieder beginnend im Bezirk Hartberg. Eine Buslinie wird im Bezirk Liezen fahren zwischen St. Gallen und Wildalpen, also einer der größten weißen Flecken in der Steiermark. Und eine Buslinie wird wieder alternierend von Scheifling über St. Peter am Kammersberg bis Krakau-Dorf fahren und am nächsten Tag dann von St. Georgen bis Bretlitz fahren. Mit diesem Angebot, wie gesagt, hoffen wir, dass wir auch der Bevölkerung ein Entgegenkommen bringen können, die es wirklich nicht leicht hat, in die stationären Teststandorte zu kommen. Man darf nicht vergessen, es ist nicht jeder mobil, nicht jeder hat einen eigenen Pkw und in diesen Regionen gibt es vom öffentlichen Verkehr her sicherlich Defizite. Insofern hoffen wir, dass wir unser Angebot abrunden können, aber ich sage auch gleich dazu, es ist ein dynamischer Prozess, das hat man in den letzten Tagen deutlich gesehen. Erst gestern haben wir die Route wieder neuerlich ändern müssen, weil Bürgermeister gemeint haben, andere Streckenführungen werden besser. Insofern sind wir wahrscheinlich bis Mai noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, aber ich denke insgesamt mit 25 Standorten und insgesamt 5 Touren, Bustouren können wir der steirischen Bevölkerung ein gutes Angebot offerieren, das auch sehr gut angenommen wird. Die Frau Landesrätin hat es gesagt, wir hatten gestern wieder annähernd 90% Auslastung des gesamten Testangebotes. Das belegt, dass das Interesse anhaltend ist und ich hoffe, es bleibt so. Dankeschön. Danke. Ja, danke schön. Gibt es Fragen? Wo kann man denn die genauen Standorte und Uhrzeiten, wo der Bus stehen bleibt, aufrufen auf der Internetpage? Ja, die genauen Uhrzeiten werden diese Minute oder der nächsten Stunde festgelegt. Wir hatten gestern, wie ich gesagt habe, noch eine Routenänderung. Aufgrund der Fahrzeiten, die sich dadurch ändern, wenn sich Routen ändern, sind diese Zeiten noch nicht endgültig berechnet worden. Aber wir werden sie heute im Laufe des Tages noch kommunizieren. Ja.
Rechnung dazu oder kann man einfach? Es wird so wie bei allen Stationen darum ersucht, sich anzumelden. Die Buchbarkeit wird ebenfalls heute im Laufe des Nachmittags sichergestellt. Es geht telefonisch und ist per Mail oder? Ja, so wie bei allen anderen Stationen. Man kann das natürlich selber online buchen oder man kann über die Hotline, die 0800er Nummer, die Bundeshotline, eine entsprechende telefonische Buchung vornehmen. Welches Personal wird auf dem Buchen sein? Medizinisches Fachpersonal? Wird es auf dem Buser betrieben oder vom Roten Kreuz? Oder? Ja, wir haben ja einen Partner, das ist die Kastanienhof GmbH. Und dieser Partner hat einen Subunternehmer, das ist das Rote Kreuz, wenn Sie so wollen. Und das Rote Kreuz stellt das Fachpersonal nahezu bei allen fixen Stationen und auch natürlich beim Bus. Okay. Danke. Danke, Frau Landesrätin, sie hat eine Videokonferenz. Wir schauen uns jetzt. Wir schauen jetzt den Bus an, oder wie? Ja. Bitte, wer von den Journalisten möchte, soll sich das anschauen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.